اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles so gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandt ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Geschwister, werden wir heute wie in der Samir Alim mit einem neuen Thema anfangen. Und wir haben auch die Geschwister im Internet mit einbezogen und darüber beratschlagt, welches Buch wir jetzt durchnehmen werden. Und zu meinem Erstaunen, also ich habe nicht damit gerechnet, waren die meisten Leute dafür, dass wir ein Buch über das Benehmen machen, was mir sehr, sehr lieb ist, weil leider ist dieses eine große Krankheit von dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Deswegen war ich sehr, sehr erfreut. An zweiter Stelle war ein Aqida-Thema. Und zwar werden wir das so machen, wie in der Tage, dass wir am Dienstag zwei Themen behandeln. Das heißt, eine halbe Stunde reden wir über das Benehmen und eine halbe Stunde über ein Aqida-Thema. Und wir werden das kurz fassen, beide Themen, damit wir inshallah den größtmöglichsten Nutzen daraus ziehen, denn in der Tat ist es so, dass viele Geschwister nicht die Konzentration bzw. nicht die große Motivation haben, sich Unterrichte anzugucken, die etwas länger dauern, um ihre Religion natürlich gut zu lernen, sondern wir werden inshallah das kürzer machen. Aber ich kann euch auch eins sagen, bei den meisten Gelehrten dauern die Unterrichte nicht umsonst so lange, weil sie erklären eine Sache so, dass man auch deren Gegenstand versteht, weil je kürzer oder je weniger man erklärt, umso mehr Fragen bleiben offen. Und diese Fragen, die offen bleiben, können einen dazu bringen, dass man sich selbst Antworten gibt, die oft nicht richtig sind. Und dadurch geht man in die Irre, wie ihr das in der heutigen Zeit seht, dass die Leute angeblich eine Aussage von einem Gelehrten gelesen haben und gar nicht mit dieser Aussage umgehen können, weil sie gar nicht erstmal die Thematik verstehen an für sich. Und zweitens, auch wenn sie die Thematik verstehen würden, dann kennen sie vielleicht nicht den Manhaj vom Sheikh. Das heißt, dass sie nicht wissen, wie meint der Sheikh das, und dann kommt eins und eins zusammen und zum Schluss hast du die ganzen Gruppierungen, die wir in dieser heutigen Zeit sehen. Möge Allah uns nur auf dem Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah befestigen. Und wir werden inshallah heute an diesem Tage erstmal jetzt nur mit dem Benehmen beginnen und die nächste Woche, wie eben in der Samir Alim, machen wir dann eine halbe Stunde über das Benehmen und eine halbe Stunde, wie eben in der Tala, über ein Aqida-Thema. Und heute sprechen wir erstmal über Ahmiyatu al-Adab. Die Wichtigkeit von al-Adab, von dieser großen, ebenfalls gewaltigen Stellung in unserer Religion. Adab, darüber reden wir heute, bi'idhnillah as-sami' al-'alim, liebe Geschwister. Diese Religion, die Religion des Islam, ist eine vollständige Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, vervollständigt. Wa akmamtu alaykum ni'mati. Und ich habe meine Gnaden an euch vervollständigt. Wa raditu lakum al-islam dinan. Und ich bin zufrieden mit dem Islam als Religion an euch. Das heißt, ich habe die Zufriedenheit über diese Religion. Und es ist nur die Religion des Islam, mit der Allah Azzawajal Subhanahu zufrieden ist. Der ernannte keine andere Religion, außer die Religion des Islam. Und wenn wir die Sache betrachten, gab es niemals eine andere Religion als die Religion des Islam. Die früheren Leute, die Moses gefolgt sind, waren was? Muslime. Qala ya qawm, in kuntum amantum billah, fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. O mein Volk, sagte wer? Moses, alayhi salatu wasalam. O mein Volk, wenn ihr doch tatsächlich an Allah glaubt, dann vertraut auf ihn, wenn ihr tatsächlich Muslime seid. Weil welches Wort hat Musa hier gebraucht? Wenn ihr Muslime seid. Und Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, فَلَمَّا أَحَسَّ مِنْهُمُ الْكُفْرِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ
قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. Als Isa gemerkt hat, bei den Leuten gibt es etwas, dann sagte er zu ihnen, wer hilft mir gegenüber Allah, dass wir die Religion Allahs zum Sieg verhelfen? So sagten sie, die Jünger, Al-Hawariyun sind die Jünger, das heißt die, die engsten mit ihm, wie die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie sagten, wir sind deine Helfer gegenüber Allah. Amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Wir glauben an Allah und bezeuge, o Jesus, o Isa, dass wir nichts anderes als Muslime sind. Hat Isa gesagt, ihr habt eine falsche Antwort gegeben? Ihr seid was anderes als Muslime? Nein. Es gab und wird auch immer nur eine einzige Religion geben. Inna dina indallah al-Islam. Die Religion bei Allah azawajal ist der Islam. Und daher, liebe Geschwister, sollt ihr wissen, diese Religion ist nicht nur mit dem Gebet und dem Fasten und der Zakat und der Hajj und der Umrah gekommen. Diese Religion hat uns auch einen vollständigen Charakter gegeben. Walhamdulillah rabbil alamin, bis der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, inni bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Ich bin entsandt worden, um die vollständigen Charaktereigenschaften was zu vervollständigen. Zu vervollständigen. Wer? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Eine Frage an euch. Gab es vorher gute Charaktereigenschaften, ja oder nein? Es gab sie. Aber was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ich bin gekommen oder ich bin entsandt worden, um die liutammima makarim al-akhlaq, um die besten Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Und dieses wirst du nur in dieser Religion, walhamdulillahi rabbil alamin, finden. In keiner anderen Religion findest du dieses Odina Allahs. Lasst uns erstmal den Unterschied klar machen, was ist überhaupt Al-Adab und was ist überhaupt, liebe Geschwister, Al-Khuluq. Kennt jemand den Unterschied? Was bedeutet Al-Khuluq übersetzt auf Deutsch? Al-Khuluq? Der Charakter. Kann man ungefähr übersetzen. Natürlich, wir sagen immer ungefähr. Und Al-Adab, was ist Al-Adab? Das Benehmen. Die Anstandsregel, das Benehmen im allgemeinen Sinne. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Charakter und Benimmregeln oder beziehungsweise Anstandsregeln? Was ist der Unterschied? Ich helfe euch. Wenn ich sage, jemand ist bescheiden, ist das Adab oder Charakter? Charakter. Nein? Charakter. Wenn ich sage, jemand hat sehr viel Mitgefühl, wie Musa, ist das Charakter oder Adab? Charakter. Das heißt, ihr wisst schon, was ist. Wenn ich sage, iss mit deiner rechten Hand, ist das Charakter oder Benimmregel? Benimmregel. Wenn ich dir sage, grüße erst den Älteren und dann den Jüngeren, was ist das? Benimmregel. Das heißt, wie die Gelehrten sagen, über Al-Khuluq, über den Charakter, sie sagen, Ashya'un takunu fi dakhilin nufus tatarabba alayha. Das sind Dinge, die befinden sich im Inneren, im Inneren. Mitgefühl haben wir gesagt, Bescheidenheit, Charakterzüge, die befinden sich im Inneren oder im Inneren der Seele. Das ist, was im Allgemeinen mit Charakter gemeint ist. Und die Benimmregeln, das heißt, Suluk Ta'mal, das ist ein Weg, den du auf eine bestimmte Art und Weise ausführst. Und die Gelehrten haben sehr, sehr, sehr viele Definitionen gegeben. Bis Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah, einer der Tabi'in und der Wissendste in seiner Zeit gesagt hat, er sagte, die Leute haben uns sehr viele Definitionen gebracht. Merkt euch eins, Al-Adab ist aibu nafsik, das heißt, du hast einen Fehler, einen Mängel bei dir, wa alayka, und du sollst was mit diesem Mängel machen, du sollst ihn aufheben, beheben. So hat Abdullah ibn al-Mubarak Al-Adab definiert, liebe Geschwister. Wie war der Charakter und der Adab von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? So wurde sie gefragt, ja Ummul Mu'minin, o Mutter der Gläubigen, anbi'ini ala khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Benachrichtige mich über den Charakter vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. قالت ألست تقرأ القرآن
Sie sagte zu dem Fragenden, liest du etwa nicht den Koran? Schaut mal, subhanallah, diese Unterhaltung, ja. Wie war der Charakter vom Propheten? Liest du etwa nicht den Koran? Qultu bala. Der Fragesteller sagte, doch, ich lese den Koran. Qalat, fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alayhi wa sallam kana al-Quran. Wahrlich, der Charakter vom Gesandten sallallahu alayhi wa sallam war der Koran. Das heißt, alles, was du im Koran findest, war sein Charakter zu. Nehmen wir ein paar Beispiele. Allah Azza wa Jal sagt, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die ihren Zoll, ich war gestern am Flughafen, deswegen bin ich beim Zoll, diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken, und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die Muhsinin, die Gutes tun. Wer hat das umgesetzt? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah sagt, Der vollständige Glauben ist nicht, dass ihr einfach euer Gesicht in Richtung der Gebetsrichtung wendet. Nein. Weil manche denken, Gebet, khalas, das war's, ich bin der beste Mensch. Nein. Vielmehr ist der richtige Glaube, was der vollständige Glaube, dass ihr richtig an Allah glaubt, an den jüngsten Tag. Gibt es Leute, die beten und haben keinen richtigen Glauben? Gibt's. Und an die Engel, und an die Bücher, und an die Propheten. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ. Guck mal jetzt, subhanallah, das eine war Glaube. Das heißt, wir haben über den Glauben gesprochen, an für sich, an was man glaubt. Hier sind nicht alle sechs genannt worden. Sie werden die Vollständigen an einer anderen Stelle genannt. Aber jetzt kommt, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ. Was heißt, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ? Er gibt was? Sein Vermögen an wen? عَلَى حُبِّ. Wer ist حُبِّ? وآتى المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى بيزن دي قربى دي فا فانت ذوي القربى وال ها واليتامى والمساكين وابن السبيل. Und er gibt den und hilft den und unterstützt den. Fragen: Ist das jetzt Glaube oder ist das Amal? Das heißt Tat. Das ist Tat. وآتى المال على حب ابن السبيل والصابرين في البأساء والضراء. Und diejenigen, die Geduld zeigen, in welchen Zeiten? Wenn es ihnen gut geht und wenn es ihnen nicht gut geht. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Diejenigen, die gottesfürchtigen sind. Das heißt, der vollständige Glaube ist mehr als was Leute denken. Viele Leute denken, Al-Adab, was heißt Al-Adab, was haben wir gesagt? Was heißt Al-Adab? Diese Benimmregeln und Al-Khuluq und der Charakter sind Dinge, die sind gut, aber nicht entscheidend dafür, dass man ins Paradies oder ins Höllenfeuer kommt. Falsch. Falsch. Wer denkt, dass Khuluq und Adab nur so nebenläufig behandelt werden können in der Religion, der liegt total falsch, liebe Geschwister. Hört, was einige der Salaf gesagt haben. Hört, was einige der Salaf gesagt haben. Qala ba'du Salaf, ya bunay, la in tata'allama baban من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. الله أكبر. Sie sagen, oh mein Sohn. Das heißt, sie haben eine Wasia, ein Erbe, ein Testament dem Sohn gegeben,
einen Ratschlag, wie er nach ihnen handeln soll. Sie sagten zu ihm, dass du ein Kapitel von Al-Adab, vom Benehmen lernst, ist mir lieber, als dass du 70 Kapitel über das Wissen lernst. Ist mir lieber, dass du über 70 Kapitel über das Wissen lernst. Wer sagt mir warum? Warum ist Adab wichtiger als Ilm? Und ihr habt mich richtig verstanden. Warum ist Adab wichtiger als Ilm? Nein. Ich glaube, wer keinen Adab hat, der wird nicht lernen können. Sehr. Wer keinen Adab hat, wird auch niemals lernen können. Vor ein paar Tagen saß hier ein unverschämter junger Mann, möge Allah Azzawajal ihn und uns recht leiten. Hört mal, was er für eine Frage gestellt hat, damit wir verstehen, was es bedeutet, wenn man sich mit Ilm scheinbar beschäftigt. Scheinbar heißt, man hat nicht mal richtigen Ilm, aber man hat sich mehr mit Ilm beschäftigt als mit Ilm. Er fragte nach einem Gelehrten, nach einer Person. Als der Scheich ihn geantwortet hat, sagte er, welche Fehler hat dieser Gelehrte? Dann sagte der Chef, ich weiß nicht. Aber dann suchen wir danach, dann finden wir auch welche. Billah alaikum, ist das jemand, der Adab hat? Und deswegen sagen wir, und das sehen wir viel unter den Geschwistern, die sogar sich mit dem Wissen beschäftigen, sie haben kein Adab. Und werden deswegen niemals ein gesegnetes Wissen haben. Niemals. Es gibt einen von den großen Gelehrten, von dem nehmen wir auch viele Sachen von seinen Büchern und so weiter und so fort, weil er einer der Wissenden unter den Gelehrten war. Aber Allah hat ihm keine Baraka gegeben, das heißt, er hat keine Schüler gehabt, die sein Wissen weitervermittelt haben. Warum? Er hat sehr, sehr viele andere Gelehrte beschimpft. Er hat sehr viel schlechtes Verhalten gegenüber den anderen Gelehrten gezeigt. Er hat sehr schroff geantwortet auf die Gelehrten. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal ihm nicht die richtige Baraka im Wissen gegeben, dass seine Schule auch weiter fortgesetzt wird. Und deswegen, Udina Ammas, es reicht nicht nur, dass man sich ein Hadith durchliest oder dass man ein paar Ayat aus dem Koran al-Karim kennenlernt. Das ist ein Zeugnis gegen dich, weil normalerweise, je mehr man an Wissen zunimmt, was sollte auch zunehmen gleichzeitig? Das Benehmen und der Charakter. Hört, was Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagte. Er sagte, Ad-Dinu kulluhu khulq. Dass die gesamte Religion ist Charakter. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ فَقَدْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Derjenige, der mit viel Charakter zu dir kommt, er ist auch mit viel Religion zu dir gekommen. Weil es kann niemals sein, dass eine Person viel Wissen besitzt, aber dadurch ein schlechtes Vorbild gegenüber den anderen ist. Dass ihnen dadurch Charakterzüge fehlen und Benimmregeln fehlen, obwohl er sich viel mit Wissen beschäftigt hat. Je mehr man dem Wissen sich zuschreibt und lernt, umso höher sollten deine Benimmregeln und dein Charakter sein. Und Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagt, wunderschön, ما نقص من عمل العبد في ظاهره von einem Diener wird nicht deutlich, oder beziehungsweise ich übersetze das im gesamten Kontext. ما نقص من عمل العبد في ظاهره لأسباب إلا بسبب نقصان ذلك في قلبه. Du wirst niemals sehen, dass eine Person, ein Abt, ein Diener, Unzulänglichkeiten hat, Fehler hat, Dinge, die sind nicht vollständig, außer dass der Grund für seine Unzulänglichkeiten, für diese Fehler, wo liegen? Ja? Wenn du ihn äußerlich siehst, er hat ein Fehlverhalten, wo ist seine Ursache? Außen oder innen? Innen. Was bedeutet das? Du siehst eine Person, der zum Beispiel viel Koran liest, sich viel mit Hadithen beschäftigt, aber er geht sehr schlecht mit seinen Brüdern um. Dann weißt du, diese
äußerliche Unzulänglichkeit hat eine Ursache wo? Im Herzen. Eine Person, er beschäftigt sich viel mit dem Wissen, aber er ist sehr geizig. Wo ist seine Ursache? Im Inneren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. Wenn ihr jemanden seht, das heißt, wenn jemand kommt, um eure Tochter heiraten zu wollen, und ihr seht an dieser Person, dass er was? Einen guten Charakter, eine gute Religion hat und einen guten Charakter, dann verheiratet. Ansonsten gibt es Fasad fil Ard. Das ist das Endteil von diesem Hadith. Der Hadith ist zugegeben umstritten, aber bei vielen Gelehrten sahih. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat ihn nicht als authentisch klassifiziert, viele andere Gelehrte aber schon. Was haben wir hier in diesem Hadith? Einer kommt zu euch, er möchte eure Tochter heiraten. Was sagte der Prophet zu sagen? Wenn jemand kommt, der Religion besitzt und Charakter besitzt, mit der ihr zufrieden seid, warum hat der Prophet sallam hier Religion und Charakter auseinander dividiert, getrennt, obwohl, was haben wir gesagt, beides gehört zusammen. Was sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala? Ad-dinu kulluhu khuluq. Die gesamte Religion ist khuluq. Faman zada alayka fil khuluq, faqad zada alayka fil din. Wer mit viel Charakter zu dir kommt, der ist auch mit viel Religion zu dir gekommen. Aber warum hat der Prophet sallam hier aus oder explizit einmal Religion genannt und einmal Charakter? Wer kann mir das sagen? Na. Einmal, weil es erstmal noch stärker sozusagen darauf fixiert wird, dass man Charakter besitzen soll. Und außerdem, wenn man viel auswendig lernt, heißt es lange noch nicht, dass man es auch praktiziert und umsetzt. Konkret. Du bist auf dem richtigen Weg. Konkret. Eine Person hat viel Wissen. Na, aber setzt es. Was könnte er mit der Frau trotzdem machen? Sie schlagen. Ta'ali. Oder sie ungerecht behandeln. Obwohl er seine Gebete macht, Qiyam al-Layl betet und, trotzdem hat er was? Unzulänglichkeiten im Charakter. Guck mal, subhanallah. Ja, ich verstehe eine Sache. Diese Religion, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er spricht nicht aus Begierde, sondern vielmehr ist das Offenbarung von seinem Herrn. Jedes Wort, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benutzt, ist mit Hikmah. Warum? Weil wer ihn dabei geführt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann könnte wahrlich eine Frau nicht lieben. Aber was zeigt er immer gegenüber dieser Frau? Hä? Gerechtigkeit. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Natürlich, unsere Heiratsexperten kennen diese Ayat. Allahumma barik. Allahumma suhu gefällt. Und Allah hat zwischen Mann und Frau was hergestellt? Mawadda wa rahma. Was heißt Mawadda? Wichtige Wörter, die solltet ihr kennen. Mawadda? Zuneigung, Liebe. Und Barmherzigkeit. Hassan, du hast eine Frau, die wunderschön ist, aber sie macht dir Kopfschmerzen. Jeden Tag fragt sie dich, wo du warst und wo du hingehst. Und jeden Tag kocht sie schlecht für dich. Was machst du mit dieser Frau? Sag es. Noch hast du sie nicht, deswegen kannst du dich trauen. Du wirst sie? Eine neue Suche. So kann man es auch sagen. Das sind die besonders barmherzig. Ich behalte sie, aber es kommt eine neue. Hi. Und wenn man eine Frau auch nicht liebt, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Jetzt Mawadda gibt es nicht. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Du machst mehr Isti'ada bei ihr als vor Shaitan. أَعُوذُ بِاللَّهِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Wann auch immer du sie siehst. Deswegen gab es einen Gelehrten, er sagte, wenn ihr auch eine schlechte Frau habt, sollt ihr sie bereiten. Aus drei Gründen. Aus was? Hassan, wie viele Gründe? Aus drei Gründen. Erstmal, Abu Ibrahim, sie hilft euch zu Zikrullah. Wann auch immer ihr sie seht,
Alhamdulillah. Und sie verhilft euch zu was? Zu Birrul Walidin. Dass ihr immer zu euren Eltern einen guten Kontakt habt. Warum? Weil ihr wollt gar nicht zu Hause bleiben. Und sie verhilft euch auch dazu, dass ihr eure Blicke senkt. Ihr sagt, noch so einen niemals mehr im Leben. Mawaddah ist weg, Liebe ist weg. Was sollte jetzt bleiben? Rahma. Was heißt Rahma? Barmherzigkeit. Das heißt, selbst wenn du sie nicht liebst, was bleibt die Barmherzigkeit? Das heißt, dass du sie zumindest nicht ungerecht behandelst. Weil diese ungerechte Behandlung wird Yawm al-Qiyamah auf dich zurückkehren. Yawm al-Yafirul Mar'u min Achi wa Ummihi wa Abi wa Sahibihi wa. Seht ihr? Seht ihr? Ja. Wa Ummihi wa Abi. Ja, setz an. Wa Sahibatihi wa Bani. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم. Denn يوم القيامة wird deine Familie kommen und sagen, heute gibt es keine Verwandtschaftsbeziehung zwischen mir und dir. Was denkst du dann über die anderen fremden Leute, wenn die eigene Familie vor dir wegrennt an diesem Tag? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم. Jeder hat an diesem Tag was? Seine eigene Beschäftigung. Möge Allah Azzawajal uns an diesem Tag Sicherheit geben. Das heißt nicht in unserer Religion, dass die Ibadat, das Gebet, das Fasten auf einer Seite sind und das Benehmen und der Charakter auf einer anderen Seite. Das heißt, das eine ist wichtig, das andere nicht. Nein. Weil durch dein Äußeres wird auch dein Inneres bekannt. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, Habibuna, ich muss so viel von ihm zitieren, weil er hat unter anderem die besten Bücher geschrieben. Über 81 Bücher hat er geschrieben, Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Er sagt in einem seiner Bücher, wenn du den Charakter einer Person erfahren möchtest, hast du durch seine Zunge schon einen Vorgeschmack. Und streng. Wenn du die Religion von einer Person erfahren möchtest, hast du durch seine Zunge schon einen Vorgeschmack bekommen. Was heißt das? Was heißt das? Durch seine Zunge hast du schon einen Vorgeschmack bekommen. So wird auch was sein, seine Religion. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, und wenn ich mich nicht irre, war es Asch-Shafi'i, rahimullah ta'ala, er sagte, sieh dich vor der Gesellschaft von Gelehrten, höre zu, von Gelehrten mit einem schlechten Adab. Sieh dich vor der Gesellschaft von Gelehrten mit einem schlechten Adab. Warum? Diese Leute sind doch was? Die Vorbilder. Wenn diese Leute einen schlechten Adab haben, was denkst du, wie werden die Schüler sein? Und ich sage an dieser Stelle eine Sache. Möge Allah azzawajal einige unserer Geschwister recht leiten, die sozusagen Dawah betreiben. Sie haben schon ein sehr übles Verhalten. Was denkst du, wenn die Leute, die, ich will nicht sagen bei ihnen lernen, weil um bei jemandem zu lernen, muss er selber der Lehrer Wissen haben. Aber die sie nachmachen oder ihre Anhänger sind, was denkt ihr, wie sie sein werden, wenn ihre Vorbilder schon so übel sind? Wie werden die Nachfolgenden sein? Ha? Besser oder schlimmer? Viel schlimmer. Und deswegen hörst du Leute, die bei Imam Malik rahimullah ta'ala gesessen haben. Sie sagten, wir haben bei Imam Malik jahrelang gelernt und wir haben mehr von seinem Akhlaq, von seinem Benehmen und seinem Charakter profitiert, als von seinem Wissen. Wallahi, ich sage es euch. Lieber kommt mir einer, der hat Benimmregeln, Anstandsregeln, Adab und Charakter. Und wenn er auch nicht viel weiß, er versucht das zu praktizieren mit einem schönen Charakter, als dass vor mir ein Monster sitzt, ein mächtiger Gelehrter, der sich auch zwar mit Wissen beschäftigt hat, aber durch dieses, was er an Charaktereigenschaften vorweist, ein sehr hässlicher Mensch wird. Einmal wurde zu
Al-Amash etwas gesagt. Al-Amash war einer der Tabi'in und einer der Hadithe überliefert hat. Er hat sehr viele schöne Sachen in seinem Leben. Al-Amash war einmal beim Friseur und er sagte zu seinem Friseur, ich schneide nur unter einer Voraussetzung meine Haare bei dir. Dass du kein Wort mit mir redest. Ihr wisst bis heute, wirklich in der Tat, Friseure mögen es zu reden. Ja? Das ist wirklich so. Deswegen viele alte Frauen, die gehen dorthin, ihre Haare sind in Ordnung, total in Ordnung. Aber ihr Herz sehnt sich nach Leuten. Deswegen gehen sie zum Friseur, damit er mit ihnen redet. Al-Amash sagte, schneid meine Haare und rede kein Wort mehr. Dieser Mann konnte es nicht lange aushalten. Während er seine Haare geschnitten hat, hat er angefangen zu reden. Al-Amash hat dann dieses Tuch weggerissen und ist so rausgerannt. Und er war total unbearbeitet gewesen. Al-Amash wurde gefragt, Rahmatullah alayh, was sagst du zu Leuten, die schön aussehen, aber keinen guten Charakter haben? Das heißt, die schmücken sich mit etwas anderem. So sagte er, dieses Beispiel, gefällt dir ein Schwein, der eine Perlenkette trägt? Macht eine Perlenkette ein Schwein hübscher? Ja oder nein? Nein. Und wenn er 10 Perlenketten anhat, das Schwein, er bleibt ein Schwein. Und dann, mit was schmücken wir uns? Das ist das Entscheidende. Wir schmücken uns mit was? Mit dieser Religion, die uns den Vollständigen was beigebracht hat? Die vollständige Religion, einschließlich vom Charakter und Benehmen. Wenn wir das aufweisen, liebe Geschwister, Wallahi, du wirst der angenehmste Mensch sein. Überlegt mal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war in seiner Anfangszeit allein. Wer war der Erste, der ihm gefolgt ist unter den Sahaba? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, unter den Männern. Unter den Frauen? Khadija radiallahu anha. Unter den Kindern? Ali ibn Abi Talib. Unter den Sklaven, Unterdrückten? Bilal al-Habsch. Und so können wir alle Überlieferungen, alhamdulillah, zusammenbringen. Abu Bakr as-Siddiq wusste nicht viel über den Islam. Wer sagt mir, warum hat er den Islam angenommen? Warum? Weil er wusste, er kannte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wusste, dass von diesem Mann nichts Schlechtes kommt. Dieser Mann, unmöglich, dass er etwas Schlechtes wollte, weil dieser Mann viel zu sauber ist. Er hat ein viel zu sauberes Herz. Und das ist das, was wir brauchen. Ich wundere mich, dass wir hier in Deutschland, Wallahi al-Azim, in Deutschland, immer noch so viele Leute den Islam annehmen, nachdem viele Muslime einen schlechten Charakter zeigen. Insbesondere in Berlin. Wenn wir einen guten Charakter hätten, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir wären nicht in der Lage nachzukommen. Einer hat mir einmal gesagt, der hatte Probleme mit seiner Frau, weil er sie zurechtgewiesen hat, er hat ihr gesagt, schäm dich, sowas sagt ein Muslim nicht. Sie sagte, wir mögen doch unseren Nachbarn nicht. Lass uns unsere Mülltüten vor seiner Tür stellen. Subhanallah. Nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt der Müllhadith. Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat was anderes gemacht. Diesen Müllhadith gibt es nicht. Dieser Müllhadith ist Müll. Den gibt es nicht. Aber stellt euch vor, hätte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so etwas gemacht, seinen Nachbarn geschadet, auch wenn dieser Nachbar ihn Schlechtes angetan hätte. Deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns bi'idhnillah ta'ala die nächsten Wochen und Monate insbesondere mit was beschäftigen? Mit dem Adab, mit dem Benehmen, damit wir als Muslime ein sehr schönes Benehmen haben nach der Weise unseres Lieblings Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und ich spreche mich als Anfang an, ich meine mich als Erstes. Und dann natürlich, meine geehrten Geschwister, möge Allah uns alle im Paradies vereinen, dass wir Lehren ziehen, nicht wissensmäßig, sondern was einfach Adab in der Praxis haben. Gibt es viele Leute, die etwas an Wissen besitzen, aber sie haben kein Adab. Wallahi, ich sage es euch, viele Geschwister sind bereit, vielleicht Tauhid-Bücher zu studieren und Aqida-Bücher zu studieren und Fiqh-Bücher zu studieren. Aber du wirst die wenigsten sehen, die welche Bücher studieren, über Adab und Khuluq, über Benehmen und das haben wir schon, sagen sie. Nein, das sagt ihr nicht.
Und deswegen muss das genauso gelernt werden wie die Akida. Und das alles ist im Einklang. Das heißt, die nächste Woche, inshallah ta'ala, werden wir am Dienstag immer zwei Bücher behandeln. Eine halbe Stunde über Al-Adab und eine halbe Stunde über Akida-Themen, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Möge Allah azzawajal uns, und dieses Bittgebet sprechen wir immer, dazu leiten und helfen, dass wir unser Projekt abschließen. Denn, liebe Geschwister, viele fangen Projekte an, aber bringen sie nicht zu Ende. Und das ist ein Zeichen von mangelnder Aufrichtigkeit. Denn wenn man mit etwas anfängt, sollte man es beenden, außer man hat natürlich einen Grund, warum man es nicht tut. Dann haben wir ungefähr 5 Minuten Zeit für Fragen und dann inshallah ta'ala beenden wir den Unterricht. Das Zitat, die gesamte Religion ist Charakter, von wem war das? Von Ibn al-Qayyim, von ihm, ja. Aus Madain al-Salik. Hast du gesagt, wenn man ein Kapitel von Benin lernt, ist der wichtiger als würdest du 70? Nein. Die Salaf, einige der Salaf sagten zu ihren Kindern, oh mein Kind, dass du ein Kapitel vom Adab, vom Benehmen lernst, ist mir lieber, als dass du 70 Kapitel über das Wissen studierst. Du hast erwähnt, dass der Prophet gesagt haben soll, also wenn jemand kommt mit gutem Charakter und guter Religion, dass man dann also die Person nicht ablehnen soll oder abweisen soll. Was ist, wenn die Person einem optisch, sagen wir mal, nicht gefällt und man auch darauf Wert legt? Darf man dann trotzdem... Darf man jemanden ablehnen als Wali, als Vormund der Frau? Wenn jemand kommt und vielleicht optisch nicht so gut aussieht und die Frau also möchte ihn oder möchte ihn nicht? Nein, möchte ihn auch, aber auch nicht. Okay, das ist was anderes. Wenn die Frau ihn nicht möchte, weil hättest du gesagt, die Frau möchte ihn, dann hätte ich gesagt, das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Fürsprache gemacht. Wenn wir sagen Fürsprache in der Dunya, was heißt das, ein gutes Wort? Eingelegt. Für wen? Welchen Sahabi? Julaybib. Für Julaybib. Julaybib, sagen die Gelehrten, war schwarz, war klein, war nicht so schön und war arm. Diese 4 Eigenschaften. Aber er war was? Ein Mann von Religion. Wer hat sich um ihn gekümmert? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er ist mit ihm zu einer Frau gegangen, die wunderschön war. Und als die Eltern gehört haben, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam klopft an, dann sagten sie ihm, welche Ehre ja gesandt hat, o Gesandter Allahs. Er sagte, ich möchte eure Tochter. Sie sagten, eine Ehre für uns, ein Stolz für unsere Familie. Er sagte, ich möchte sie nicht für mich. Sie sagten, für wen? Er sagte, für Julaybib. Für Julaybib? So war ihre Antwort. Nach dem Motto, überlegt mal ein Fastender, der so lange wartet, bis die Essenszeit eintrifft, macht dann Iftar mit einer Zwiebel. Das heißt, er isst dann Zwiebel. Unsere Tochter hat so lange gewartet. Jetzt wartet sie nicht auf so einen, sondern da soll ein Prinz herkommen. Und subhanallah, was hat die Tochter gesagt? Sie sagte, was ist mit euch los, oh meine Eltern? Habt ihr etwa den Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam missachtet? Ich werde ihn heiraten, denn wenn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam mir das angeraten hat, dann kann das nur gut sein. Allahu Akbar. Sagt man, subhanallah, sie hat ihre persönlichen Bedürfnisse hinter was gestellt? Hinter dem Angebot von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und sie musste nicht lange mit Junaybib auskommen, denn er hat im Dschihad sein Leben verloren. Radiallahu anhu arba. Und diese Frau ist die bekannteste und geehrteste Frau geworden. Jeder von Sahaba wollte sie dann heiraten. Und so ist die Geschichte. Alhamdulillah. Wenn die Frau einen Mann begehrt, dann ist das ihre Entscheidung und nicht die Entscheidung vom Vater. Außer eine Frau sieht bestimmte üble Eigenschaften von einem Mann nicht, den sie begehrt, aber der Wali sagt ihr nein, das ist sein Recht. Welche Eigenschaften zum Beispiel? Verstehen? Er klaut Schafe zum Beispiel, ja? Oder der eine bei euch in Berlin, ja, in Garnhafen. Ja, wer noch? Was noch für Eigenschaften? Der betet nicht sehr gut. Weiter. Hat einen schlechten
Charakter insgesamt. In diesem Falle, der Vater sagt ihr nein, und zu Recht. Weil manche Frauen sind auch naiv, Blümchen. Die meint es nicht schlimm, aber Frauen haben halt diese Naivität. Die haben ja nicht umsonst eine Form, richtig? Ja, wir sagen es, wie es ist. Manchmal sieht der Vater etwas, was die Tochter in ihrer Naivität nicht sieht. Und deswegen ist er mit dabei, sie entscheidet, aber er ist mit dabei, um ihre Interessen was zu vertreten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Es wird gefragt, gibt es Bücher auf Deutsch über Adab? Gibt es Bücher auf Deutsch über Adab? Inshallah, wenn du kräftig mitschreibst, dann haben wir bald eins, inshallah. Nachdem wir den ganzen Unterricht haben. Dann haben wir ein ganz komplettes, ein bekanntes, ein berühmtes und wir haben ein neues Buch, inshallah. Aber ich meine, wir können doch nur die Unterrichte hier liefern. Abul Bara ist faul. Ich habe keine Zeit, irgendwelche großartigen Dinge zu übersetzen. Deswegen, wir bieten die Unterrichte an. Und wer was Gutes machen will, er soll einfach alles mitschreiben, er kann uns auch kontaktieren, wir können ihm auch helfen, die Hadithe geben. Aber dann haben wir Werke. Wie viele Werke haben wir studiert? Und die sind nicht übersetzt. Wie viele? So viele Bücher haben wir studiert. Und wir haben das nicht in deutscher Sprache. Und in deutscher Sprache gibt es gar nichts. So gut wie gar nichts. Außer Seidenhaar und ich weiß nicht, Fatima kauft im marokkanischen Laden ein. Und solche Bücher, wer braucht die? Wir brauchen Quellbücher. Quellbücher. Ja, Alhamdulillah, ein paar Brüder haben damit angefangen, einige zu übersetzen, das ist schon mal sehr gut, Alhamdulillah, wir haben viel zu wenig. Wisst ihr, dass wir in deutscher Sprache fast nichts haben? Es gibt andere Sprachen, da gibt es, wir haben nicht. Sagt man doch, wir haben doch Al-Bukhari. Ja, du Ärmster, du denkst, das ist Al-Bukhari. Das ist Muhtasar, das heißt eine ganz streng genommene Zusammenfassung. Al-Bukhari ist, ich weiß nicht, wie oft mal so viel. Das heißt, wenn ein Hadith bei Sahih al-Bukhari so ist, dann ist er in deinem Muhtasar so und du denkst, das ist der ganze Hadith. Deswegen, wir brauchen solche Leute, die diese Basiswerke übersetzen, Grundquellen. Ja? Wenn wir das haben, dann kann die Lara planen. Dann kann man die Leute auch nicht mehr so reinlegen, wie das hier im deutschen Raum passiert. Wallahu ta'ala ala. Es gibt ein Buch von Sheikh Nail, übersetzt, glaube ich, Das Benehmen eines Schülers. Wäre das was? Es gibt ein Buch, Das Benehmen eines Schülers. Natürlich, das ist ein Teilbereich. Weil die Gelehrten haben auch nochmal speziell über das Benehmen des Schülers, das ist ein Teilbereich von den gesamten Benimmregeln, die wir studieren werden. Aber natürlich, weil das ein sehr wichtiger Bereich ist, haben manche Leute das ausgesondert nochmal extra als Buch verfasst. Na? Und das Buch, was da ist, Alhamdulillah, möge Allah Azzawajal den Bruder segnen und ihnen noch verhelfen, viele andere Bücher zu übersetzen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das sind wenigstens erstmal Bücher, mit denen man was anfängt. Bitte schön. Gibt es eine bestimmte Ayah, die vor dem Höllenfeuer schützt? Gibt es eine bestimmte Ayah, die vor dem Höllenfeuer schützt? Ja, alle Ayah, die dich vor dem Höllenfeuer warnen, schützen dich auch gleichzeitig. Wenn du darüber nachdenkst. Ja, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. O ihr, die glaubt, schützt euch und eure Angehörigen vor einem heißen Feuer. Das ist gleichzeitig Ibn Abi al-Dunya, rahimullah ta'ala, einer, der in der ersten Zeit lebte, einer der Salaf. Er sagte, das Feuer ist eine Barmherzigkeit von Allah. Denn dadurch, dass er den Menschen aufgezeigt hat, und das ist eine Ayah aus Surah al-Waqi'ah, dadurch, dass Allah azza wa jal den Menschen aufgezeigt hat, was dieses Feuer in dieser Dunya schon zu tun vermag, zu leisten vermag, so kannst du Yawmul Qiyamah nicht mehr zurückkehren zu Allah und sagen, ich wusste nichts von diesem Feuer. Das heißt, dieses Feuer in dieser Dunya ist eine Barmherzigkeit, denn es schützt dich oder es warnt dich vor dem größeren Feuer. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Barak lafikum wa jazakum la khairan. Dann sehen wir uns wieder morgen, inshallah.